Yo Freunde, bevor das Video anfängt, checkt uns auf Twitch ab, Black Bros Gaming, erster Link in der Beschreibung. Wir streamen jeden Tag, wirklich jeden Tag um 18 Uhr auf Twitch. Kommt auf jeden Fall rein, checkt das ab, zu wild Jungs. Ansonsten würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Wir sehen uns auf Twitch um 18 Uhr, haut rein, peace. 121, wir gehen rein in diese gute Memes. So. Ja, solche Leute gibt's wirklich, ne? Safe. Ja. God. Safe. Wussten Sie das nicht? Nein, wusste ich gar nicht. Da habe ich gesehen, ach, kenne ich nicht. Also mit der Maske wusste ich, aber dass man nicht draußen trinken kann, das wusste ich nicht. Wo kommen Sie her? Ich aus meiner Mutter. Oh, okay. Okay. Ach so. Hab ich auch gesehen, geil. Er hat richtig verstanden gehabt. Digga. Ey Leute, beste Lifehack, ich war... Was sagt ihr? Powerade, rot oder blau? Also ich sage, blau. Digga, aber heißt, ich habe rot auch schon lange nicht mehr getrunken. Digga. Aber es heißt Powerade. Ja, aber ich sag Powerade. Ich sag das so. Einkaufen. Rot, blau, 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 blau. Powerade. Oh, guck mal, was er macht. Das hab ich auch nicht gehört. Wenn ihr habt... Ich halt das Handy. Ist so, Lifehack, Leben hacken. Deswegen heißt sie auch Lifehack. Toll. Okay. Das sieht geil aus. Powerade, eine Flasche rein. Dann trinkt ihr den Rest. Lifehack. 25 Leben dazu. Digga, man merkt Fortnite-Spieler. Ja. Wenn das ein geiler Lifehack ist und wenn nicht, dann weiß ich. Süß! Eine Straße. Straße ist, wenn du weißt, was Straße ist. Sein 60 Minuten Freestyle, Digga. Straße ist, wenn du auf bist und hast ein Straßengebiss. Mädchen, wenn sie essen gehen. Ja, ja! Dad hat ihre komischen Freunde auf Snapchat, Digga. So, Digga. Richtig cringe, was, ja. Hört auf damit, bitte, wenn ihr Gott liebt. Die Türken sind einfach nur krass. Ich hab ihm letztens im Supermarkt Kalender geschenkt und dann. Ich sehe einfach diese Sucuk. Aber nicht nur auf erster Seite, nein. Jede Seite, aber immer ein anderer. Scheiße. Weißt du, was das Geile an FIFA ist? Dank FIFA habe ich jetzt einfach eine Controllerhaltung, ja? Einfach eine Controllerhaltung. Digga, ich schwöre, ich habe wegen FIFA Gott sei Dank noch nie was kaputt gemacht, Digga. Und dabei wird es auch bleiben, weil FIFA 21 wird nicht mehr gespielt. Ja, hört auf mit FIFA. Ich bin mir 100% sicher, dass sie... Was ist denn los bei dem, alle? Quabena? Verdammte Scheiße, wann bist du das? Ey, Kollege! Ey, Kollege! Benimm dich! Was denn? Dann danke ich deine Schwester. Abo! Okay. Ey, wir sollen auch mit solchen Videos, ehrlich! Digga. Also aber anders cringe. Wir sollen auch mit solchen Videos. Ey, die Jugend ist am Eilen. Jugend ist am Eilen. Ich habe ein grünes Sehorgan und eine braun gelockte Mähne. Fußbekleidung ist von Nike mit dem Pseudonym TN. Diese trage ich an meinem Sockel. Scheiße. Eine mittelvolle Kiste, wenn wir unseren Einkauf tätigen. Hi, ich bin zu Hause. Hi. Was ist denn mit dir los? Ich habe richtig schlimme Neuigkeiten. Okay, dann mach mal ganz in Ruhe. Was ist denn passiert? Ich glaube, es wäre besser, wenn du dich dafür hinsetzt. Okay. Jemand hat unsere Stühle geklaut. Ach so. Okay. On camera stealing a package right off a front porch. There he goes. Boah, ich schwöre, ich ey, wir bauen auch eine Kamera vor uns raus. Hier, was passiert gerade mit Paquito ja, und so, ja? Ich in letzter Zeit so oft, dass... Was Leute ist da los, Digga? This video taking social media by storm tonight.
Ja, hallo, hier ist Baba. Wie geht's dir da drin? Noch 8 Monate ungefähr. Rollem, halt deine Sch***e, lass mich in Ruhe, bitte. Ich bin gerade wach geworden, ja, hast du mich... Alles gut, hier ist alles vorbereitet für dich. Nein, nein, nein! Nein! Ach, Salaka! Scheiße. Ich schwöre, ich hab's gar nicht verstanden. Doch, weil er ist aus der Türkei und da ist ein bisschen anders Auto gefahren und die Ampel war noch rot. So. Ja. Seiten auf Null, Seiten auf Ziffer. Seiten auf Null geschnitten. Auch auf C4. Seiten auf Ziffer. Hehehe, geht, Bruder, alles klar? Alles klar. Bruder, Wallah, ich hab gar keine Kraft mehr, Bruder. Die Leute zahlen 70, 80 Mille für Mercedes mit Ambientbeleuchtung, Bruder, Sternehimmel und so viel. Bruder, hier, mein Kord, ich hab alle Bruder, guck mal nach oben, Alle. Was ist das, eine Maus? Ist das eine Katze? Nicht Katze, Ratte? Katze oder Maus? Raus oder Haus? Junge, was ist denn mit mir? Matze? Okay. Okay. Katz, Maus oder Ratte? Oh mein Gott, wie lange hat das... Was ist grad? Der Streber. Wichtig, Digga. Klassensprecher. Mein Freund. Katz, wo ist das Auto? Ach ja? Es ist nämlich in die Baustelle reingerollt, weil du die Handbremse nicht gezogen hast. Frauen und Autofahren, zwei verschiedene Welten. Da steht's. Kann dir auch passieren. Und, gefällt dir das jetzt? Das ist besser. Besser, ne? Dau besser, ne? Salam. Was ist das denn, Digga? Aleikum. Malaikum es salam. Salam aleikum. Hallo Beate. Hallo. So. Wie geht's dir? Ganz gut. Und selber? Au. Freut mich. Miau. Und gut hierher gefunden? Genau. Das freut mich. Miau. Dann würde ich sagen, warte noch einen Moment, wir sprechen nachher. Genau. Okay. Lame. Die Straße, wo wir gerade langlaufen, ist türkisch. Ja. Period. Ja. Türkisch. Wenn du die Straße runter Richtung Hauptbahnhof gehst, rechts, da ist der Balkan. Ja, wichtig, Digga. Period. Das ist eigentlich auch nicht so normal. Wie eine grüne Ente schwimmen auf dem See. Wie eine grüne Ente schwimmen auf dem See. Wo soll ich... Jo, das habe ich heute gesehen, Digga. Oh mein Gott. Ich schwöre, das hat mich erst noch verwirrt beim zweiten Mal. Ich so, ach so. Man denkt, die geht aus dem, aus dem Fahrradauto genau. Raus, Digga, aber das Auto fährt gar nicht, sondern der Zug. Ja. Go! Okay, Rata und Delta, Digga. Statement. Jungs, ihr braucht kein Asyl mehr. Ich kann euch alle retten. Komm, wo hat der? Ich bin ganz groß, ich bin der Vorbild. Nein, das ist nicht die Tür von meinem Vater. Oh! Digga, was macht er da? Sei ehrlich! Digga, das tut doch weh, ehrlich. Ah,
Digga. Davon haben wir safe Kopfschmerzen. Das war hart, Digga. Die Folge war gut, eigentlich. Die hat sehr gut angefangen. War eine gute Folge, Digga. War eine gute Folge. Das kann man sagen. Sympathisch. Man kann sich auf jeden Fall darüber